Veronika macht sich Sorgen um ihren Sohn Ruben, der mit Let's Plays und Videospielen das große Geld machen will. Leider leiden seine Noten sehr stark unter dem Hobby. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Er redet nur noch von Regen und auf Rentsch die Akropullen. Ich komme einfach nicht mehr an ihn ran. Bereits gewöhnliche Aktivitäten wie das Abendessen gestalten sich als schwierige Situation. So, du machst jetzt mal das doofe Spiel aus, Ruben. Essen ist fertig. Mama, das geht nicht. Ich streame gerade. Außerdem ist doch bald die Meisterschaft. Ich kann das jetzt hier nicht pausieren. Das ist mir egal. Ruben, wenn dein Vater nach Hause kommt... Oh, Mama, du verstehst es einfach nicht, oder? Gamer's gonna game, Mann! Der Junge ist einfach nicht mehr der gleiche. Ey Mann, das ist halt total wichtig. Ich kann voll groß rauskommen, Mann. Oh, Scheiße! Wo ist denn jetzt die Kack-Pik 8? Scheiße, Mann! Gute 2 Stunden täglich spielt Ruben derzeit klassische Suchtspiele wie Solitär, Minesweeper oder World of Warcraft. Eine gefährliche Mischung. Um sich von seinen Vorbereitungen auf die Solitär-Weltmeisterschaft zu erholen, zieht Ruben gerne mit seinem Trollzauberer durch die Welt der Kriegskunst. In der Anonymität des Internets trägt er den Namen XXXPussyslayer69XXX. Ich muss halt auch mal Pause machen, Mann. Trainieren ist echt anstrengend und dann ist ja Entspannung, kann ich dann halt hier in World of Warcraft mal ein bisschen Gold farmen und sowas. Dr. Roberti ist Experte im Bereich Sucht und Videospiele. Er verfolgt die Szene bereits seit Jahren kritisch. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Kinder mit Videospielsucht neigen auch dazu, Heroin zu nehmen oder im Darknet Waffen und andere Kinder zu erstehen. Wenn man da nicht aufpasst, steht das Kind schnell auf einer Fahndungsliste von Interpol. Und da haben wir noch nicht mal über World of Warcraft gesprochen. Nichts macht schneller süchtig. Und plötzlich denken die Kinder, sie sind Zauberer und versuchen, Sachen anzuzünden oder einen Mitschüler aus der Verstohlenheit anzugreifen. Unterdessen hat sich Mutter Veronika zu einem drastischen Schritt entschieden. Professionelle Hilfe muss dringend her. Ruben, ich habe einen Termin mit einem Therapeuten ausgemacht. Das kann doch so nicht weitergehen. Mama, ich habe keine Zeit dahin zu gehen. Soll er halt in TS kommen oder so? 2 Wochen später hat sich nichts an der Situation geändert. Der Therapeut wurde als Flamer vom TS-Server des Jungen gebannt. Niemand weiß, was die Zukunft für die Familie bereithält.